Dieser Podcast wird präsentiert von Clank, unser Partner für kinderleichtes Sparen. Hey Katie. Es ist Mitternacht. Es ist noch nicht Mitternacht. Wir kommen gerade von der Baustelle, haben, keine Ahnung, ganz schwere Arme und ich habe Männerschnupfen, Katie. Es wird eine ganz kurze Folge. Also Thema heute, um mal jetzt so einen richtig guten Einstieg zu finden, ist, wir haben gefragt, was die Community uns fragen würde. Und ich habe das mal hier ausgedruckt. Teilweise werde ich das vorlesen, weil es doch ziemlich komplex ist. Aber ich würde sagen, wir starten wie folgt. Aber warte, ich muss jetzt kurz noch was sagen. Sehr gerne. Wir ziehen ja gerade um. Richtig. Original in 2 Tagen. Absolut korrekt. Das ist eine Vollkatastrophe eigentlich. Wir können eigentlich gar nicht umziehen. Du hast Männerschnupfen und ich bin wirklich krank. Seit 2 Wochen. Nein, Schatz. Sollen wir eine Männerschnupfen-Folge machen? Das ist jetzt wirklich, ich würde das anmelden. Vergiss Corona. Du hast keine Vorstellung. Okay, Schatz. Der Podcast heißt, du bist ganz arm. Ich habe dann auch ein Pflaster für dich. Oder? Nee, der Podcast heißt vom Umtausch ausgeschlossen. Okay, der Podcast heißt vom Umtausch. Und ja, du auch eben. Aber auch während des Umzugs sind natürlich auch die Kinder vom Umtausch ausgeschlossen, weil. Richtig witzig, wir haben so 120 Umzugskartons gepackt und haben wir einen gepackt, hat Anna den letzten ausgepackt, weil sie sagt, das muss hier bleiben. Ich will gar nicht umziehen. Können wir nicht noch hier bleiben? Vom Umtausch ausgeschlossen. Der Elternpodcast zum Buch von Katharina Pommer. Was Eltern nicht zu sagen wagen und warum sie trotzdem die besten Eltern der Welt sind. Wie wir als Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern können. Für eine erfüllte Partnerschaft, ein erfolgreiches Family-Business und eine vertrauensvolle Beziehung zu unseren Kindern. Du willst dich mit echten Eltern austauschen? Dann werde Teil der Mindshift-Family und erzähle anderen Mamas und Papas von unserem Podcast. Denn auch für Eltern gilt, vom Umtausch ausgeschlossen. Von und mit Katharina und Norman. Und das ist schon noch was, über das man mal reden muss. Unbedingt. Wie bereitet man Kinder auf einen Umzug vor? Weil das braucht wirklich sehr viel Engagement und Hingabe. Aber das war keine Zuschauerfrage. Keine Zuschauerfrage. Mal, wenn wir umgezogen sind. Wir haben übrigens Zuhörer. Was haben wir? Zuschauer habe ich gesagt. ZuhörerInnen. Aber das wäre mal eine Idee. Wir könnten auch mal ein Video machen. Das wäre jetzt total lustig, wenn man uns so sehen würde. So in Unterhemd. In Schwarz natürlich, frisch von der Baustelle nach ungefähr 17 Stunden Arbeit, oder? Wir helfen nämlich aktiv mit. Ja, wir lieben das auch. Ja, manchmal. Am Ende des Tages nicht mehr, aber wenn man anfängt, mag man es. Nein, es macht schon Spaß. Aber gut. Jetzt kommt's. So. wir fangen mit Alfred an. Alfred schreibt: Norman, an was denkst du als erstes, wenn du an deine Frau denkst? Aber die Frage war ja, welche Frage haben die ZuhörerInnen an dich, die von mir beantwortet werden soll? Also die Frage von Alfred muss von mir beantwortet werden. An was denkst du als erstes, wenn du an deine Frau denkst? Es muss von mir beantwortet werden. Das war ja deine ursprüngliche Frage. Da bin ich gespannt jetzt, ja. Na, er beantwortet das. So läuft das nämlich immer, ja? So läuft das nämlich immer, ja? Zwischen Mann und Frau. Gut. Nee, du bist dran. Ist ja wirklich auch deine Frage. Wir müssen an immer auf den Zettel was denkst gucken. Du als erstes, wenn du an deine Frau denkst? Erst was glaubst du, woran ich denke, wenn ich an dich denke? Na, natürlich nur an. Na, gestern hatten wir's doch mit den Gartenarbeitern, die wirklich fantastisch sind. Denen hast du doch erklärt, wie das Leben so mit mir ist. Dass es nämlich immer überraschend ist. Oder? Ja, und ist unberechenbar. Das nicht, unberechenbar. Und das Unberechenbar macht ja einer, also Sternzeichen Jungfrau doppelt und in Insights, also diese Typologieanalyse, blau heißt total strukturiert schon. Du redest von mir. Ja, ich rede natürlich. Von dir natürlich. Ich bin ja unberechenbar. Du brauchst aber alles in der Ordnung. Ne? Und deswegen ist es schon die Gelegenheit, mich jeden Tag aufs Neue zu lieben. Und wenn du an mich denkst, denkst du, wow,
jetzt habe ich heute wieder eine Gelegenheit, mich weiterzuentwickeln. Oder? Ist das eigentlich Manipulation jetzt? Voll, total. Das sind lauter suggestive Fragen, Aussagen und hochmanipulativ. Aber du challengest mich und das ist tatsächlich so. Also als Erste würde ich natürlich von meiner unfassbar tiefen Liebe zu dir sprechen, ganz klar. Das ist das, woran ich denke, wenn ich an dich denke. Aber du hast recht, es ist der Reiz der Challenge, tägliche Challenge. Weil meine blaue Ordnung von dir ja immer wieder getestet wird. Inwieweit flexibel und agil ist dieses System, in dem ich lebe? Naja, ich glaube, dass dieses Unberechenbare in den Tag hineinleben, flexible, das ist ja generell etwas, mit dem Menschen, die Struktur brauchen, Ordnung und Orientierung, eine Herausforderung haben. Aber genau deshalb mixen sich diese Energien auch großteils in einer Familie oder in einer Partnerschaft. Und ich lerne ja auch super Struktur von dir. Ja, also zum Beispiel habe ich jetzt wirklich schon seit einem halben Jahr einen Ordner. Einen. Und da kommt alles rein. Aber du hast dann irgendwann solche Raster, solche Register. Na, das ist eine Ausbaustufe. Wir reden erstmal über deinen Leitsordner, wo alles drin ist. Muss das auch lochen. Ja, aber das stimmt. Du hast mir eh so ein Locher jetzt besorgt. Und diese Register da, ja. Ne, wo man beschrieben hat, die habe ich ganz vorne alle hintereinander reingesteckt und darunter kommen die ungelochten. Ich bin total stolz auf mich. Ich wollte gerade sagen, du bist stolz auf dein Chaos. Sehr, sehr erleichternd, weil es ist tatsächlich alles an einem Ort. Der Ordner platzt schon aus allen Nähten. Ich bräuchte jetzt einen zweiten Frage. Was mache ich? Weil da muss ich ja quasi im ersten suchen. Und im zweiten, was vielleicht im dritten. Ich denke, spätestens jetzt wissen alle Zuhörer, dass dieser Leitsordner keinerlei Wichtigkeit hat in deinem Leben. Na, spätestens bei mir jetzt ist wissen anders. Alle, was du über mich denkst, regelmäßig. Ne, das ist ja was Schönes. Das ist ja was, also natürlich. In der Zeit, in der ich mit dir zusammen bin, Schatz, bin ich MacGyver geworden. Vorher war das, verstehst du? Also es war nur so ein beschränkter kleiner Baukasten. Wahnsinn. Jetzt kann ich improvisieren aus dem Stand. Das stimmt doch wirklich, das kannst du wirklich. Ja. Und das heißt, du hast dich von einem, wir sind ja unterschiedlich gestrickt, ne? Wir Menschen alle. Wenn jemand ein Dreieck ist, geht es ja nicht darum, ein Rechteck zu werden oder ein Kreis zu werden. Es geht ja in einer Beziehung und Familie nicht darum, so zu werden, wie mich der andere haben will. Ja? Oder wie der andere eben ist, damit er leichter mit mir klarkommt. Sondern es geht ja darum, wenn ich ein Dreieck bin, zu einer Pyramide zu werden, mich zu erweitern. Wenn ich ein Kreis bin, ein Ball zu werden, eine Kugel, verstehst du? Ja. Und wenn ich ein Viereck bin, ein Würfel zu werden. Richtig. Also mich selber, so wie ich bin, voll und ganz, so bin ich, ja, und ich erweitere mich. Dann muss ja theoretisch jetzt rede ich mir um Kopf und Kragen ja, gerade, ne? Merkst du das? Es geht ja wirklich, ich bin völlig überzeugt davon. Es geht darum, den Kreis oder den Kreis zu ermuntern, der Ball zu werden. Aber das, was du ansprichst, ist das die Realität? Sagen wir mal ehrlich. In der Verliebtseinsphase, ja. Da fasziniert uns die Andersartigkeit des anderen. So, und dann ist das ja, wie du mir ja auch erzählt hast, irgendwann mal weg. Aufgrund von Glücks und Hormonen. Dann kommt Agape, die Freundschaft. So, und genau. Mhm. Und dann fängt es ja an, wo ich dann über Kompromisse nachdenke. Oder was wäre, wenn? Was wäre, wenn sie das so machen würde, wie ich das für richtig halte? Den anderen dann nur mehr regelmäßig erwürgen, an die Wand schießen oder was auch immer. Du denkst ja, oh mein Gott, wieso? Aber warum gelingt uns das nicht? Warum können wir den anderen nicht so lassen, wie er ist? Na, uns gelingt es ja eh regelmäßig, auch zwischendurch, muss man schon sagen. Ne? Also ich meine, diese Kreistheorie, die sage ich mir jeden Tag 10-mal. Mach eine Kugel. Ja, aber es ist interessant. Die Pyramide. Ich glaube, dass das die Challenge ist einer Partnerschaft. Natürlich. Tatsächlich. Und wie muss man, das ist Arbeit und du musst dich jeden Tag dran erinnern. Und erfreuen. Und jedes Mal, wenn ich erbost aus dieser Tür rausgehe und sage, so ein, sage ich,
er ist ein toller Kreis. Ja. Und wird durch mich zur Kugel. Und umgekehrt natürlich auch. Also sehr logisch. Natürlich. So, bevor das ja ausartet, die nächste Frage. Die ist ein bisschen komplexer von Barbara. Also herzlichen Dank auch nochmal an dich, Alfred, und an dich natürlich, Barbara, dafür, dass ihr hier geschrieben habt. So, jetzt wird es ein bisschen komplexer, deswegen würde ich das gerne vorlesen. Ja. Aus der Licht ist sie schon mitgemacht. Ich habe die Brille schon auf der Nase, aber es ist echt wenig Licht. Warte mal, ihr macht auch schon. So. Ich lese nicht alles vor, aber wo es um den wesentlichen Teil der Frage geht. Neben vielen Alltagsfragen, die ich definitiv an euch beide hätte, oh danke, sehr nett, interessiert mich allerdings eure Idee dazu, wie ich als ziemlich Digital Underdog meinen Kindern beinahe 7 und beinahe 11 als Digital Natives einen sicheren, ansprechenden und bedürfnisorientierten Plan schmieden kann. Die beiden sicher und gesund in die digitale Welt zu begleiten und letzten Endes als Ziel zu verfolgen, sie mit gutem Gewissen dort entlassen zu können, weil sie reif und gewissenhaft damit umgehen lernten. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Also für viele Eltern, die bemerken, dass ihre Kinder sie eigentlich schon mit den digitalen Medien meilenweit abgehängt haben. Ja, und wir Eltern glauben noch, dass wir ihnen was beibringen können. In der digitalen Welt. Und in der digitalen Welt können, also von, da gibt es ja unterschiedliche Schubladen, ja. Also das, was wir unseren Kindern beibringen können, sind Werte. Und die bringen wir ihnen durchs Vorleben bei. Und den Umgang mit digitalen Medien, den müssen wir im Grunde ja selber noch lernen. Ja, also wir sind ja noch die Hybridgesellschaft. Also die wir sind die Wir sind die Übergangsgeneration. Ja, wir wissen ja auch noch, wie es in Zeit ohne Internet gab. Aber die Kinder sind, wie auch Barbara gesagt hat, Digital Natives. Wir sind die Hybriden. Das heißt, wir bringen uns ja selbst vieles noch bei und sind die erste Generation. Wir haben keine Vorbilder, wir haben keine Erfahrungswerte. Was Fakt ist, die digitale Welt ist eine Riesenchance und Möglichkeit und Gelegenheit auf ganz, ganz vielen Ebenen. Aber sie ist auch zum größten Kriegsschauplatz mutiert. Das ist eine Gefahr. Und der Ton, der da herrscht und das, was da passiert, das ist einfach wirklich, ist Fluch und Segen. Und das Gesündeste ist immer der Mittelweg. Das hat schon Aristoteles bei den alten Griechen gesagt, der goldene Mittelweg. Das ist immer das, was gesund ist, das die Balance hält, wenn man auf der Waage steht, ist die Mitte oder auf so einer Wippe. Ja. Und das ist aber etwas, das im Prozess ist, dass wir selbst uns noch erarbeiten müssen und das so rasant schnell geht, dass wir gar nicht hinterherkommen. Das heißt, da werden viele Fehler passieren. Und das, was extrem wichtig ist, ist, dass sich Eltern bewusst machen, da werden Fehler passieren. Da wird auch mal was passieren, was wir uns gar nicht erwartet hätten oder gedacht hätten oder am Schirm haben. Und da dürfen wir uns nicht selbst dafür prügeln oder auch die Kinder dann sagen, und du kriegst erst mit 16 einen TikTok-Account, weil sie eben dann dieses Auspendeln erfordert eben viel Erforschung. Gemeinsames Erforschen. Und ich glaube, die beste Basis sind immer, über Werte zu sprechen. Was ist mir wichtig und mir ist ein wichtiger Wert beispielsweise, den Kindern beizubringen, einen Unterschied zwischen richtig und falsch, ja. Wobei das immer flexibel ist. Es ist ein sehr dehnbarer Begriff, was richtig, was ist falsch, aber dass sie irgendwo da in der Mitte stehen können und balancieren können und dass sie auch den Unterschied kennen zwischen den Dingen, die notwendig sind, dass die geändert werden müssen und den Unterschied zwischen Dingen, die man nicht ändern kann, akzeptieren lernen zu müssen. Und manche Dinge im Internet müssen wir akzeptieren und andere müssen wir ändern. Ja. Ja, also mir sind jetzt gerade ganz viele Sachen durch den Kopf geschossen. Mal gucken, ob ich die noch sortiert kriege. Aber ich glaube, in erster Linie die eigene Weiterbildung. Weil das, was die Kinder intrinsisch motiviert die ganze Zeit machen, ist, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Ja, also kommt dann Snapchat und dann probiert man das halt aus. Und dann, ich habe mich letztens auch angemeldet, lustigerweise. Und dann habe ich auch verstanden, warum die das so gerne machen. Weil ich gesagt habe, Snapchat ist ja das gleiche wie WhatsApp. Nee. Ja. Oder Instagram ist das gleiche wie TikTok. Nee, auch nicht. Ja. Also es ist was anderes, ein anderes System. Und
Jetzt geht es nicht darum, dass wir Vollprofis werden in diesem System, aber diese kindliche Neugier in uns aktivieren und uns mit diesen Sachen einfach mal beschäftigen. Einfach mal anmelden. Mhm. Einfach mal 15 Minuten Zeit investieren, so einen Account mal anlegen und gucken, was macht, wer ist denn da eigentlich? Mhm. Und dann werde ich feststellen, dass viele da sind, die ich auch kenne. Und dann gucke ich mal, was die so posten, was die so machen, was der Sinn dahinter ist. Also so ein ehrliches Interesse, warum? Weil meine Kinder eben auch dort sind. Weißt du? 7 finde ich jetzt extrem früh, ne? Ist früh. Also das haben wir auch nicht. Sind wir nicht bei Snapchat? Nee, überhaupt nicht. Ja. Da haben wir noch nicht mal ein Handy. Also wir, also. Aber auch den Dialog, weißt du, den Dialog suchen. Ich meine, was passiert denn im Digitalen? Das ist ja Dialog die ganze Zeit. So, und wenn ich zum Beispiel sage, weiß ich nicht, 14-jährige Tochter oder Sohn, ja, hey komm, du willst bei Snapchat einen Account, wir gucken einfach uns mal zusammen an, ob das was ist. Und dann stellt man fest, oh, ist vielleicht erst ab 18 und so weiter. Ja, aber man hat sich dem Zeit gegeben, man hat darüber gesprochen, ja, und man hat vielleicht auch einen Rat gesucht bei irgendeinem Profi, ja, was soll man da beachten? Und dann entwickelt man selbst und gemeinsam vor allem ein Verständnis dafür, ob das gut ist oder nicht. Es setzt natürlich eine Offenheit voraus und dass ich mich auch damit beschäftige, weil bei Snapchat kann man ja zum Beispiel auch, man kann Regeln machen, auch bei Instagram und sagen, hey, du hast nur einen privaten Account beispielsweise, ne? Du machst den nicht öffentlich. Und bei Snapchat, du schreibst nur mit Menschen, die du persönlich kennst. Du schreibst mit niemandem, den du nicht kennst. Hm. Ja, auch Instagram. Und so kann man eben regeln und im Austausch bleiben und auch erklären, warum. Ja, also auch geradezu und ganz offen mit einem 14-Jährigen kann man drüber sprechen, was so die Gefahren sind. Hm. Mit einem 7-Jährigen noch nicht. Bei einem 7-Jährigen kann man sagen, Schatz, pass auf, du kriegst von mir so eine kleine Kinder-Smartwatch, damit du mich anrufen kannst im Notfall. Aber ein Handy von mir bekommst du jetzt vielleicht ein Tastenhandy, aber mehr noch nicht. Warum? Nicht, weil ich dir was Böses will oder weil ich eine gemeine Mama bin, sondern weil ich dich beschützen will. Weil es einfach eine Welt ist, die braucht noch Erfahrung. Und alle anderen haben das auch, hört man ja dann oft. Und dann kann man mal schauen, wer sind denn wirklich alle anderen? Meistens ist das vielleicht einer in der Klasse, der damit prahlt. Alle anderen Eltern sagen auch nein. Also vor allem in dem Alter jetzt. Aber ich glaube, es geht um Beibringen, eine Kompetenz beibringen. Das braucht Zeit. Ja. Und das braucht auch Raum. Und dann können die Kleinen auch mein Handy benutzen beispielsweise. Ja, also das der Mama oder vom Papa. Und dann kann man sie da spielerisch langsam mal einführen. Es gibt ja auch tolle Sachen. Ja, ist ja nicht alles nur Teufelszeug, sondern sind ja auch richtig. Du hast eine Serie gesehen, oder? Es gibt eine ganz tolle Netflix-Serie, die heißt Das Dilemma der sozialen Medien. Das ist was ich echt empfehlen kann. Und du hast einen Film gesehen? Nee, du hast doch einen Lanz gesehen. Oder einen Podcast gehört. Nee, das war ein Markus Lanz, genau. Das war ein Talk und da ging es im Grunde auf. Und das ist natürlich wirklich eine Gefahr, wenn ich das nicht kontrolliere, dass Menschen von außen auf deine Kinder zugreifen können. Ja. In Form von Instagram, in Form von sogar Online-Games. Das ist ganz wichtig bei PlayStation beispielsweise. Es gibt, wissen viele Eltern nicht. Aber das meinte ich vorhin mit Weiterbildung. Ja? Es gibt richtig coole Tools, womit du zum Beispiel sagen kannst, pass mal auf, hier ist dein Handy, ja. Du kriegst auch eine Zeit, ein Zeitkontingent, ja. Und in diesem Zeitkontingent kannst du dich in den und den Apps bewegen. Du kannst die Inhalte einschränken, dass sie auch für das Alter, ob das jetzt eine Google-Suche ist, ob das ein YouTube ist oder sonst was ist, geeignet ist. Und was ich da sehr schön finde, zum Beispiel in der ganzen Apple-Welt, diese Bildschirmzeiten, ne? Du kriegst ein Gefühl dafür und sagst, oh wow, das war eine Stunde. Also ich finde das ganz, die Zeit weg. Ich muss da kurz, ich finde das ganz toll, was du sagst und was wir auch umgesetzt haben, weil unser 8-Jähriger nutzt ja in der Schule, International School, voll Tablet. Ja, und damit waren wir schon mal konfrontiert damit, aha, Kind hat in der ersten Klasse Tablet. Ja. Ja, also das, gut, und dann hast du das alles installiert. Ja, also einen Code, eine Bildschirmzeit, eine Reglementierung, auf was er zugreifen darf, auf was nicht, Kindersicherungen, das gibt's alles. Mhm. Das heißt, er wird eingeführt, auch kontrolliert in einem kontrollierten Umfeld, in der Schule und auch bei den Eltern, aber es wird ihm nicht komplett verboten, weil das funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Das sind die Digital Natives, müssen, also ist einfach so. Du benachteiligst einfach dein Kind.
Also nehmen wir mal die International School. Ja? Was finde ich dort cool? Ich finde cool, dass der Ben dort auch mit seinen Freunden chatten kann. Und er backt hier einen Kuchen, macht ein Foto und stellt das bei sich in seine Schul-App ein. Mhm. Ja? Das sieht kein anderer, außer die Kinder in seiner Klasse. Ja? Und die machen das auch. Ja? Und damit haben sie einen Austausch. Weil das ist ja wichtig zu verstehen, wie dieses Dialogmedium funktioniert. Mhm. Weil später muss ich das ja auch irgendwie anwenden können. Und für ihn ist das was völlig natürlich ist, dass das in den Arbeitsalltag seiner Schule mit integriert ist. Ja. Oder jetzt zu Corona, diese Schule hatte null Schwierigkeiten, ist ein hervorragendes System gewesen, ja. Schreiben lernen, rechnen lernen, alles. Sport, die haben miteinander Sport gemacht. Und jetzt will ich noch eine kleine Ergänzung machen, weil das insofern immer individuell ist, wenn ein Kind jetzt komplett abgestellt wird, ja, vor einem Fernseher oder vor einem digitalen Gerät, dann finde ich es schwierig. Mhm. Wenn du aber ein Kind hast, was sagt, so, ich lege das Ding jetzt mal weg, jetzt will ich mal was anderes spielen, ja, oder jetzt gehe ich mal raus Fußball spielen oder jetzt treffe ich mich mit ein paar Freunden oder so, dann merkst du, dass das ja eine gesunde Ausgewogenheit hat. Aber ich kann die Kinder von heute nicht mehr ausschließen, nur weil irgendein Ratgeber vor 20 Jahren gesagt hat, in dem Alter darfst du nur 15 Minuten vor einem Bildschirm sitzen. Mhm. Da kommt es auf das, was sehe ich dort? Wie regt das meine Kreativität an und wie viel Ausgewogenheit habe ich in der analogen Welt? An dieser Stelle möchte ich euch noch unbedingt auf unseren Partner Clank hinweisen. Clank begleitet Familien von Anfang an bei finanziellen Angelegenheiten. Die einfach zu bedienende App ist eine einzigartige Kombination aus Bankkonto, Sparplan, Cashback-Gutschriften und nachhaltigen Anlagen. So macht Sparen in der Familie, also im Clan, richtig Spaß. Lerne hier bei uns auf der Mindshift Elternplattform, wie du finanziell für die Zukunft deines Kindes oder deiner Kinder vorsorgst. Jede Woche veröffentlichen wir mit Clank einen Finanztipp in unserer Community, den du direkt ausprobieren kannst, um zu sehen, wie kinderleicht Sparen wirklich sein kann. Werde ein Held für deine Kinder und hol dir gleich die App für dein Smartphone. Und auch gemeinsam mit den Kindern die Spiele spielen. Ja. Also ich finde es total spannend, das miteinander zu machen. Und weiß ich nicht, da geht man raus ins Schwimmbad und dann setzt man sich noch eine halbe Stunde zusammen und spielt gemeinsam ein Online-Game. Ja. Oder schaut sich gemeinsam ein YouTube-Video an. Also mich interessiert das auch. Welche Idole, welche Vorbilder haben die Kinder? Was macht ihnen Spaß? Worüber tauschen sie sich aus? Und das Wichtigste ist immer, im Dialog zu bleiben und nicht dieser strenge Elternteil zu sein, der sagt, nein, du bekommst das nicht aus, weil ich, also das ist ja, das macht ja kein Mensch mehr, ne? Also wenn, dann bleibt man ja im Dialog, erklärt das den Kindern und führt sie da auch ein und dann kann man sie auch guten Gewissens und sicher in die digitale Welt entlassen, der wir nicht mehr aus dem Weg gehen können, außer wir leben bei den Amish People in Amerika, die meine liebe Freundin aus den USA gerade besucht hat und gesagt hat, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist wie 150 Jahre zurück. Also die fahren wirklich noch mit dem Ochsen und da gibt es nichts von digitalen Medien. Aber wir müssen uns jetzt bewusst machen, jedes sechste Kind, das jetzt in die Grundschule kommt, wird einen digitalen Beruf haben und einen, den wir noch nicht mal kennen. Also das entwickelt sich rasant. Und wir haben ganz tolle Möglichkeiten. Überleg mal, wenn du zum Beispiel Mädchen relativ früh einfach mal in Kontakt bringst mit dem Thema Programmierung und dass das eben nicht nur eine Jungssache ist. Ja. Also dass man dort ganz bewusst diese Grenzen oder Begrenzungen aufweicht, weil das ein enormes Potenzial ist in der Zukunft und sowas von gebraucht wird. Mhm. Ja. Aber man natürlich auch so das Interesse dafür weckt. Also das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Und auch später, und vielleicht auch sich von seinen Kindern mal ein Stück weit ausbilden lassen. Also wenn ich einen Digital Native in der Familie habe, wie cool ist denn das? Ja? Da habe ich doch meinen Mentor, meinen Coach an Bord, kann ich tolle Fragen stellen und meine Fragen können vielleicht auch darauf hinlenken, wenn ich merke, oh, da muss ich meinem Kind aber eine liebevolle Grenze aufzeigen. Ich hatte jetzt eine Klientin, die wollte unbedingt Podcast machen, ne, und ist dran gescheitert an der Technik. Und ich habe zu ihr gesagt, sag mal, du hast doch einen Teenager-Sohn, oder? Der ist doch 17 oder 18, interessiert sich der für Technik? Sie sagt, ja, total, sag ich, na, lass den das doch machen, wenn der wirklich Lust hat. Und dann war sie total stolz, weil sie einen Podcast aufgenommen hat und ihr Sohn hat das geschnitten. Mhm. Und ihr Sohn hat dann auch noch Videos gemacht, also die haben dann gemeinsam das entwickelt. Ich finde das toll. Also ja, entdecke das Know-how, was da in der Familie im Grunde ist. Ne? Richtig. Ja. Und nutze es auch. Barbara hatte noch ein paar Fragen. Mhm.
Danke, Barbara, dafür. Wer entscheidet, was zum Mittagessen, zur Jause, zum Abendessen gibt? Bei uns daheim? Ja. Da guckt sie mich an mit großen Augen. Nein, jeder. Jetzt bin ich sehr gespannt, Katie. Also es gab so verschiedene Dekaden. Ich bin ja seit 23 Jahren Mama. Nein, ich muss das jetzt wirklich mal so. Jetzt ja. Früher, vor 30 Jahren. Ich habe das früher entschieden. Und dann habe ich es nicht mehr entschieden. Hast du mich kennengelernt. Ja. Und dann hat es angefangen, dass jeder, ich war immer so ganz klassisch, ich koche etwas und wir haben einen Wochenplan gehabt tatsächlich. Jeden Tag und jeder konnte sich mal was aussuchen und sich was wünschen. Und das wurde dann halt auch gekocht. Es waren vernünftige Wünsche, war nicht einmal Pommes und dann am nächsten Tag Fischstäbchen und am dritten Tag Spaghetti, sondern es war schon was sehr Ausgewogenes. Aber dann hat es angefangen, dass die Kinder älter werden und dann war die eine vegan, die andere vegetarisch, aber nicht vegan. Die dritte glutenintolerant und die vierte laktoseintolerant. Und dann hat es angefangen, spannend zu werden. Und dann irgendwann, also unsere Kinder können ja super kochen, war es dann so, dass jeder sich was Eigenes gekocht hat und wir miteinander gegessen haben und jeder hatte was Eigenes am Teller. Das war dann doch ein bisschen so aufwendig, dass ich jetzt in der neuen Küche einen zweiten Geschirrspüler geordert habe. Wo es ein bisschen Diskussionen gab. Aber es ist die Wahrheit, oder? Wir sind ja immer voll authentisch und erzählen die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Und die andere Wahrheit ist, dass eigentlich wir uns das so einteilen. Ne? Also ich habe eigentlich immer das Abendessen. Das stimmt auch. Ja. Und du bist eigentlich Mittagessen. Ja, das ist natürlich auch richtig, weil du nichts Mittag isst. Ja. Manchmal schon. Aber das ist eigentlich sehr, und es hat sich natürlich jetzt auch durch Anna verändert, ne? Also wenn du da ja, und auch durch Corona, ja, wo wir alle daheim waren, so, das war einfach so, dass jeder für sich auch noch was entdeckt hat und der Anton zum Beispiel liebt es zu kochen, also der kocht einfach total gern und der liebt es auch uns zu bekochen und am Sonntag, wenn er was kocht, da hat wirklich jeder das Gleiche am Teller, weil es einfach unfassbar lecker schmeckt und weil er auch darauf achtet, dass es jeder essen kann. Wer kauft das ein? Völlig unterschiedlich, wir gehen alle einkaufen. Wer macht die Küche sauber? Du. Genau. Wer füllt täglich die Jauseboxen? Nein, stimmt, ich muss sagen. Ja, das ist richtig. Nein, es ist wirklich, man kann das wirklich also, auch mit einem Orden auszeichnen. Ja, aber ich habe es auch jetzt regelmäßig. Also ist jetzt nicht, nein, man muss schon sagen, am Abend machst es du. Untertags mach's ich. Ja, du machst es eigentlich morgens. Ich mach's morgens und du machst es abends. Weil ich abends keine Lust mehr habe. Genau, dann stimmt. Aber du weißt, meine Laune ist deutlich besser, also übertrieben deutlich besser, wenn ich morgens aufstehe und die Küche ist gemacht. Ich versuche das auszuhalten. Ich versuche nach Strategien oder Strategien anzuwenden, die dich tagsüber wieder happy machen. Du bringst mich total oft zum Lachen. Ja, wir lachen viel. Ja, richtig viel. Also Humor ist total weit oben. Anders hält es das ja oft gar nicht aus. Ne? Also es muss man... Pass auf, was ist die nächste Frage? Ich muss mal kurz auf die Zeit gucken. Nee, lass mal kurz noch fertig machen. Habe ich überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Bist du wahnsinnig. Hey Schatz, du schlafst halt nicht gut. Was war die... Da war noch eine coole Frage. So, Christoph. Nächste Frage von Christoph. Was wäre euch lieber? Erstens... vermehrtes, regelmäßiges Homeschooling oder zweitens Präsenzunterricht in abgespeckter Form bezüglich Stundenanzahl. Danke, Christoph. Bitte kein Homeschooling mehr. Ich bin wirklich, das spreche ich jetzt aus ganzem Herzen, es war echt anstrengend. Ein Kleinkind und vier Homeschooling-Kinder in unterschiedlichen Phasen, Abitur, Abschlüsse, irgendwie, also es war total anstrengend, nebenbei arbeiten, Kinder, Haushalt, Hausbau, ich will das nie wieder. Da gebe ich dir absolut recht. Was mich dazu noch genervt hat, war, wir haben ja mehrere Schulsysteme, in denen wir unsere Kinder haben. 166 Seiten, Montagmorgen ausdrucken. Für die liebe Waldorfschule, weil die auf digitale Medien verzichtet hat.
Also die sogar, Moment, den digital Verantwortlichen rausgeworfen haben. Nein, es war furchtbar. Nein, es war eine, also es tut mir leid, dass ich das jetzt so voll. Ich weiß, es gibt ganz viele Familien, die da wahnsinnig geduldig sind und das grandios machen und es lieben, noch zu reisen und unterwegs zu sein und nebenbei ein bisschen Homeoffice oder Homeschooling. Aber in unserer Konstellation mit 5 Kindern, wo wirklich rund um die Uhr ein Kleinkind und 4 Homeschooling-Kinder während Corona zu Hause waren und unser Business weiterlief, ich muss sagen, ich brauche es kein zweites, oder wir hatten es ja, 2 Jahre, ich brauche es kein, nicht nochmal. Aber also ich liebe es tatsächlich, ich finde es grandios, dass die Kinder in die Schule gehen. Die Anna ist ja noch zu Hause, die fängt jetzt dann mit knapp 4 im Kindergarten an. Wir haben die Kinder immer sehr spät erst in den Kindergarten, also die waren die ersten 3-4 Jahre immer zu Hause, manchmal sogar 4,5 die Jungs. Und dann finde ich Schule toll, weil sich die Kinder wohlfühlen in der Schule, weil sie haben, unsere Kinder fühlen sich sehr wohl. Sie haben tolle Freunde, sie haben tolle Schulen. Und von daher bin ich da auch sehr froh, dass ich den Job der Lehrerin nicht machen muss, sonst hätte ich ihn ja gewählt beruflich. Ja, aber jetzt denken wir mal über ein bisschen mehr Flexibilität nach, Thema Schulpflicht. Ja, jetzt wollen wir ein halbes Jahr ins Ausland gehen. Wollen wir das? Nee, aber... Wir würden wollen. Wenn wir das wollen, also würden, dann haben wir ein Problem, ja. Weil die Kinder ja in die Schule gehen müssen. Na warum? Die nehme ich raus. Da gibt es ja tolle Bücher, da gibt es tolle Gruppen, da gibt es ganz viele E-Books mittlerweile. Ja, ich weiß das. Da nimmt man sie raus ein halbes Jahr und kann auch mit der Schule reden. Also wir haben die Kinder jetzt bewusst auch in unserem Schulsystem, wo das immer möglich wäre. Ja. Dass wir ein halbes Jahr einfach, wir lernen von klein auf Englisch, einfach woanders hingehen könnten und es gibt dort diese Schule und sie gehen einfach in dem anderen Land dort weiter in die Schule. Wenn man reisen wollen würde, gäbe es auch die Möglichkeit, das digital zu machen, weil die Schule darauf ausgelegt ist. Die International School. Ja, versucht das mal mit der Baldorfschule. Ja, na, also doch, geht auch. Ja. Geht, doch, geht, ein halbes Jahr, also definitiv möglich, aber dann wird schon erklärungsbedürftig. Ja. Deswegen meine ich ja, eine Reformation des Schulsystems, dass hybrides Lernen möglich ist, aber das in der als optional, also nicht ständig Homeschooling, sondern Präsenzunterricht und Homeschooling in im Wechsel, wenn ich das denn brauche, will. Also keine Schulpflicht wie in Deutschland, sondern Unterrichtspflicht, wie es in Österreich ist, also oder in vielen anderen Ländern. Ja, dafür, das sowieso. Also diese freie Wahlmöglichkeit finde ich schon auch für... halte ich schon für sinnvoll. Ja, bitte, dass wir das revolutionieren, reformieren oder beides. So, das soll es für heute gewesen sein mit unseren Fragen. Tatsächlich. Wir machen an dieser Stelle gleich wieder den Aufruf an euch, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt uns auch eine Audio schicken übrigens. Ja, die schneiden wir dann rein. Also du, ich ja nicht. Genau. Ich kann das ja gar nicht, aber ich habe ja dich. Ja, genau. wo war ich jetzt? Achso, genau, die schneiden wir dann rein. Das heißt, ihr schickt uns eine Audio, wenn ihr wollt. Und wir werden das hier im Podcast einblenden, sodass ihr euch hört. Wir finden das natürlich auch toll, weil wir euch dann auch mal hören. Ansonsten, so wie wir es heute gemacht haben, natürlich auch gerne in schriftlicher Form. Dinge, die euch als Eltern interessieren, wo ihr Fragen habt, einfach uns schicken. Wir werden das sammeln und dann zu gegebener Zeit in einer Folge und abarbeiten. Ich muss nur sagen, vielen, vielen Dank an alle ZuhörerInnen. Es explodiert die Zahlen. Wir waren auf Antenne Bayern jetzt eine Woche ab 19 Uhr. Immer noch, diese Woche. Sind wir immer noch ab 19 Uhr. Und es macht richtig Spaß. Macht sehr viel Spaß. Und wir hoffen, dass wir mit eurer Hilfe zusammen dieses Format hier auf ein Daily-Format kriegen. Jetzt sind wir immer freitags zu hören und freuen uns da auch immer wieder drauf. Genau, und jetzt ist es 10 nach Mitternacht. Es ist schon Freitag. Schatzi, du musst nach hinten schneiden gehen. Ich liebe dich. Gute Nacht. Gute Nacht.